So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Bros. X. Das letzte Mal haben wir Türen. Ich gehe gar nicht mehr hin, nicht, dass es mir wieder abstürzt. Und diesmal Pyramide. Hoffentlich geht es. Ich bin gespannt. Ja, das Level geht wieder. Mit Ton. So, und wir kriegen eine Eisblüme. Und das hier ist offensichtlich ein On-Off-Dingens. Mal gucken. Und wir haben hier rote Blöcke, rote Münzen. Das heißt, das hat einen Secret Exit. Habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Okay. Ach, hey, hier hätte ich natürlich die Shell einsetzen sollen, nicht den Eisblock. Aber gut. Okay, dann nehmen wir die Mami da mit rüber. Beziehungsweise setzen wir sie halt jetzt hier ein. Hier. Das war klug. Möchte mich für meine Klugheit bedanken. Kann ich eigentlich da hochschmeißen? Yeah. Okay, nee, keine Ahnung. Ist noch nicht so richtig, was ich hier mache. Aber das macht gar nichts. Wir laufen einfach mal. Wir sind ja auch gar nicht mehr in einem Puzzle-Level eigentlich. Wir können ja erstmal das Level einfach nur spielen. Da ist ja noch gar nichts verkehrt, wenn wir das Level einfach mal normal spielen. Es leckt gerade wie Sau. Ich weiß nicht warum übrigens. Wollte ich nur mal gesagt haben. Aber wir kriegen das hin. Huch! Du drehst nicht um. Ich dachte, du drehst um. Hier gibt es ein Springboard. Das wollen wir offensichtlich benutzen, um hier zu sterben. Ja, genau. Um da hochzukommen, okay. Oder wahlweise auch woanders. Oh. Nicht die Taskleiste hochschieben. So. Kann ich die? Kann ich nicht, ne? Das sind immer noch normale Blöcke. Ja, okay. So, wir wollen jetzt hier mal den Koopa einsetzen. Nicht so wie gerade eben. Da gibt es aber nichts. Ich würde jetzt zumindest gern wissen, ob. Okay. Ob hier irgendwas ist? Nein. Nix weiter. Gut. Und hier den mit dem Springboard hoch halte ich auch für Quatsch. Ich werde schon hinten mit dem Springboard hochgehen sollen. Hops. I love it. I love it very much. So, weiter. Ach ja, wir suchen einen On-Off, erinnere ich mich gerade wieder dran. Ich weiß gar nicht wieso. Deswegen dachte ich, das ist noch so ein bisschen puzzlig, weil wir einen On-Off suchen. Genau. Ach Mann. Ich kann's nicht. I just can't do it. Next. Ach ja, und wir holen gleich noch was nach. Wir holen gleich noch das blaue Pilzhaus nach. Muss nur ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir auch demnächst dann essen fahren. So. Uah! Lass mich in Ruhe. Also wir jetzt nicht, sondern ich. Aber wir holen das Pilzhaus nach. So. Dass wir hier mal die Verhältnisse geklärt haben. Nein, du läufst wieder runter. Sag ich doch. Machen wir das mit dem Pilzhaus schnell mal. Denn offensichtlich kann man das schon. Oh, hoffentlich kann ich über das Level laufen. Ja, natürlich. Ich darf das Level nur nicht starten. So, offensichtlich kann man mit dem Bullet Builder hoch. Ich hätte das von der Höhe her irgendwie mir nicht gedacht. Aber gut, wenn er sagt, das geht, dann geht das wohl. So, let's do it with the Bullet Bill. Ich muss mir das nochmal angucken. Das. Ach! Okay, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich hier drauf stehen kann. Ich dachte, das ist natürlich der komplette Gesamtkomplex. Okay, ja dann. Hat sich das ja schon erledigt. So, da gibt es eine Blume. Yoshi-Eier? Nicht? Schlüpfen die? Nein? Machen gar nichts, okay. Nehmen wir wieder raus und schließen ihn auf. Der, jetzt nicht mehr. Hallo. Du bist frei.
ist ihm wohl egal. Lass mich nochmal rein. Achso, jetzt sind die geholt. Hätte es gedacht, die Yoshi-Eier schlüpfen. Aber gut, dann schlüpfen sie halt nicht. Es gibt hier auch, genau, das habe ich ganz vergessen am Anfang zu erzählen, es gibt hier verschiedenstfarbige Yoshis, die auch verschiedenste Fähigkeiten haben. Ich will jetzt nur kurz gucken, ob in der anderen, in dem anderen Block auch eine Feuerblume wäre. Und der hat sich schon wieder ausgesperrt. Der hat es einfach drauf. Dann machen wir ihm schon auf, weißt du, und dann... Dann sowas. Dank. Ja, wäre überall eine Sonnenblume gibt. Sonnenblume, genau, eine Feuerblume gewesen. Ja, dann, ab geht's. Wir nehmen den Schlüssel einfach mit. So. Soll der mal in seinem Haus bleiben. Also außerhalb. So. Tap, 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 tap. Sätze tut gerade ein bisschen weh. Moment mal eben. So. Ich bin voll empfindlich und so. Okay. Ach, wieder der Sprung hier. Ja, natürlich ist er zu kurz. Natürlich ist er zu kurz. Wie immer. Wie wir seit 7 Minuten einfach schon wieder im Erdgeschoss von dieser Pyramide rumhängen. Eieiei. Ach ja, hier gab es eine Eisblume. Ich erinnere mich. Kann man das als Erinnern bezeichnen, wenn man es gerade sieht? Hüsen! Mmh, warum? 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 Möge mir eine Antwort darauf geben. Warum? Zur Hölle. Stirb. Ich mag dich nicht. Und den Sprung hier mag ich auch nicht. Hütz! Da, danke. Uah! Tschüss. So, diesmal verlieren wir den aber nicht mehr. Den Eis... Dingens. Ich hab's zumindest nicht vor. Okay. Super, und jetzt kommen wir hier schön ans Springboard dran. Jetzt kommen wir endlich mal ein bisschen weiter hier. Das ist ja nicht zu fassen. Uah! Okay. Erstmal gerade hochspringen und sich das angucken. Wutzen! Okay. Da gibt es ein Leben, das interessiert mich null. Das gefällt mir hier allerdings nicht mit den Manchas. Okay. Dann könnten wir hier wieder mit einem Springboard hoch, wenn wir mal wieder eins bekommen sollten. Du kommst runter. Du kommst runter. Wow, du wirst im Sprung nicht getötet. Okay. Das wusste ich nicht. Jups, du... Du stirbst oder du hilfst mir? Hm. Nee, du stirbst lieber. Wow! Du da drüben gefällst mir nicht. Deswegen mach mal mit dir. Nein! Kurzen Prozess und wieder hoch. Oh. Ich hasse diese knappen Sprünge. So. Der Hammersuit wäre hier echt sau praktisch. Naja. Ich gehe ganz bestimmt nicht nochmal in dieses blöde Türenlevel. Ganz bestimmt nicht. Nur über meine Leiche. So. Ups. Aber vielleicht bekommt man ja hier irgendwo auch einen Hammer. So, komm du mal her. Dass wir uns nicht wieder hier missverstehen.
Und dann stirb. So. Ordentlich ablegen. Vorsichtig, schön gerade hochspringen. Pissen! Okay. Dann wieder hier der lustige Sprung. Über die Mancha. Okay. Und der Kollege hier wieder. Und der Kollege hier wieder. Ups. Okay. Komme ich da eigentlich? Soll ich da später mal hoch? Schon irgendwie, ne? So, jetzt ist der da drüben weg. Jetzt kann ich hier gechillt rüberspringen. Okay, jetzt haben wir hier wieder so ein... Stirb du mal. Oder so. Geh mal weg. Irgendwas habe ich getroffen. Okay. Und rüber. So. Das gefällt mir nicht. Jetzt gehen wir lieber in die... Wow! Wieso bin ich jetzt so weggerutscht? Da ist der Midway Point. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Den holen wir uns direkt. Und den P-Switch hier auch. Und der kommt wieder. Heißt das, den dürfen wir öfter drücken, ja? Und wir müssen jetzt sozusagen... Müssen wir jetzt sozusagen den Weg eröffnen? Mehr oder weniger vorbereitend. Oder müssen wir jetzt den Weg quasi suchen, der uns zurückführt? Ja, der ist es dann nämlich schon mal nicht. Okay. P-Switch? Oh, ich dachte, ich war gerade ein bisschen erschrocken. Aber nur ein bisschen. So, komm mal her. Dann gehen wir schon erstmal hier runter. Mit genug Power-Ups sollte das vielleicht sogar gehen. Kannst du eigentlich, kommst du gleich mit? Ah, finde ich super. Kommst du auch gleich mit? Scheiße. Toll gemacht. Ach, hier geht's ja gar nicht weiter. Gut gesehen übrigens, dass es da nicht weitergeht, ja. Ich sollte da echt klein sein, ne? Ich sollte da echt klein sein, da unten. Aber wenn ich klein bin, werde ich halt sofort getötet, wenn ich runterfalle auf den Mancher. Ach, blöd. Ja, hier sterbe ich doch komplett sofort weg. Hier will ich nicht runter. Da will ich nicht runter. Nein, dich wollte ich nicht drücken. Komm mit. Hier komme ich nicht runter. Nee, nee, nee. Sonst gehen wir halt normal den Weg zurück. Was hindert uns denn eigentlich daran, den ganz normalen Weg zurückzugehen? Wow! Außer der Tod. Ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, das hindert uns ja nichts daran, ne? Sollte doch gehen. Komm mal her. So.
Komm mal mit. Ist mir noch ein bisschen... Und der Pfeil sagt ja auch, geh wieder nach links. Also das macht er ja nicht aus Spaß. Was passiert, wenn ich den hier drücke? Ich würde hier mal gerne hoch. Kommt da was, wo ich hoch kann? Huch. Nein. Tatsächlich nicht. So, die Blöcke hier entfernen wir nicht lieber. So. Also wieder zurück. P-Switch holen. Das wird schon wieder so ein Video-Level. Ah ne, wir waren im Yoshi-Haus. Wow, das ist so abwechslungsreich gewesen. Okay. Jups, Vorsicht. Wow! Was tue ich nur? Huch! Also das... das war natürlich genauso geplant. Ne? Scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr. Leben! Komme ich hier irgendwie raus? Nee, da komme ich auch nicht zurück. Also wieder P-Switch holen. Mist. Och Mann. Das ist doch Fail. Jetzt habe ich... Ach, jetzt habe ich nur einen Pilz. Kacke, jetzt habe ich meine Blume verbraten. Wegen der blöden Reindrückaktion da. Oh je. Geht alle weg. So. Wie komme ich jetzt hier durch, ohne zu sterben? So nicht, so nicht, so nicht, aber so. So passiert hier was, wenn ich den drücke. Vor allem, das Ding hat auch noch einen Secret Exit, ne? Ich werd wahnsinnig. Au. Es hat wehgetan. Da haben wir schon den Midway Point oder nützt uns nix. Dann ist das hier wieder ein unnötiger Part. Juhu! Denn wir erreichen nichts. Und ich muss im nächsten Part wieder von vorne die Pyramide anfangen, weil dann der Midway Point weg ist, weil wir gleich Game Over sind. Yeah! Beste Voraussetzungen. Beste Voraussetzungen. Okay. So, verzieh dich. Aber wir holen uns gleich noch mein Leben erst. So schnell gehen wir nicht Game Over. Jetzt sind wir hier. Dann drücke ich ihn hier nochmal. Das war irgendwie dumm. Ich müsste hier mal eben die Münze wegmachen. Ich habe allerdings den P-Switch nicht mehr. Fuck. Fuck dat. Ach, guck mal, mit Spinjump wäre ich da locker rübergekommen. Na gut. Ach, ich war ja aber groß, ne, als es nicht ging. Ich glaube, ich war groß. Das ist natürlich wieder was anderes. Nein! Ja. Aber was soll der P-Switch eigentlich bei den roten Blöcken da unten ausrichten? Der macht doch gar nichts mit den roten Blöcken. Ich verstehe halt noch nicht, wo ich hin soll, will. Der Pfeil sagt nur, geh zurück. Aber wie weit?
An welcher Stelle muss ich den P-Switch drücken? Wo ist hier das... das Versteck von dem, wo ich hin will? Irgendwo hier muss man sich ja mit dem P-Switch runterdrücken. Das ist ja ziemlich offensichtlich. Aber die Frage ist, wo und wann? Leck mich. Und warum laufen manche runter und man... Wow. Kriege ich die wieder weg? Ja, Gott sei Dank. Ist nur noch er hier da. Oh, das war... Alter, das war knapp. Normalerweise hätte mich das Spiel jetzt sterben lassen. Aber ich glaube, das Spiel weiß, dass es bei mir gerade ziemlich verschissen hat, wenn es das macht. Ach, hier hoch, ne? Nee. Hier würde ich gerne hoch, allerdings... Von wo aus? Das kann es ja auch nicht sein. Weil die Blöcke hier... Ah, die werden fest! Die werden fest, die werden fest, die Blöcke hier werden fest. Das ist natürlich super. Dann gehen wir hier mit dem P-Switch rein. Leck mich. Dann gehen wir hier mit dem P-Switch rein. Und hier haben wir weiterhin feste Blöcke. Achso, die kann ich dann, die muss ich gar nicht andrücken. Die bleiben auch einfach fest. Oh, der P-Switch muss natürlich reichen. Nein, nein. Da ist ein Schlüsselloch. Hier ist der Secret Exit, oder was? Und dann ist da oben der Schlüssel. Machen wir das schnell noch. Ja, es war ja so klar. Machen wir das schnell noch. Oi, 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 oi. Schön durchdacht. Fick dich, Pilz. Fick dich einfach. Ja, jetzt bin ich tot. Da komme ich als kleiner Mario nicht. Obwohl, ich werde eigentlich ja nur als großer Mario bei dem einen Viech getroffen. Und bin danach ja eh wieder klein. So komme ich hier ja rüber. Wenn nicht gerade der Koopa kommt. Ja, siehst du? Nur jetzt tötet mich der Koopa. Mann. Wenn wir so weitermachen, wird das ein sehr langes Let's Play. Nur, dass ihr es wisst. Oh, okay. Wir kriegen das hin. Ich reiß mich jetzt zusammen und wir kriegen das dann hin, okay? Gut, ist doch mal ein Deal. Sehe ich auch so. Muss ich mich schon wieder am Ende des Parts bedanken für alle, die durchgehalten haben. Das mache ich ja so gerne. Ist sie aber auch ernst gemeint! Arsch! Mann, wenn ich meine Feuerblume noch hätte, ne? Dann aber. Dann wäre was los. So, naja. Dann machen wir hier, als, wie gesagt, als erstes den Secret Exit. Jetzt haben wir es mal wieder ein Leben. Juhu, ein Versuch mehr. Ich muss einfach mal ein bisschen besser aufpassen. Es sind ja Stellen, an denen ich eigentlich nicht sterben müsste. An denen ich sterbe. Einfach, weil ich nach einer Weile die Nerven verliere. Hier komme ich nicht durch, ohne getroffen zu werden, ne? Nee. Nicht als... Ach, jetzt kommt der blöde Depp da wieder. Du gehst gleich mal weg. Ja, nee, es ist kein Problem. Sei da unten. Wehe, ich sterbe an dir. Wenn ich an dir sterbe, mein Freund, dann ist was los. Wehe, 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 okay. Hey,
Okay. So, und jetzt ganz schnell. Das Leben interessiert mich erstmal nicht. Erstmal nur da hoch. Erstmal nur da hoch. Erstmal nur den Weg frei machen. Ah. Jetzt kommen wir... Nee, ich geh nicht mehr zurück. Ich wollte sagen, jetzt können wir uns noch das Leben holen. Vergiss es, Freunde. Wie komme ich jetzt darüber? Gibt's hier sowas wie Shelljumps? Wie komme ich jetzt darüber? Mit dem Block kann ich, mit dem Schlüssel kann ich nichts machen. Ich hol mir schnell mal das Leben. Wie komme ich jetzt darüber? Komme ich von hier aus? Ich muss doch, oder? Ah, Gott sei Dank! Ich dachte schon! Wo kommen wir denn da hin? Das sieht eigentlich wie der normale Weg aus. Verlassener Turm. Hm, okay. Machen wir das nächste Mal auf jeden Fall hier noch den Normal Exit. Ich freue mich riesig drauf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Und danke fürs Durchhalten.